nüchtern betrachtet. Mittags an heiligen Abend reiben den Mohren, abends dann die Bescherung. Über die Jahre, um nicht zu sagen über die Jahrzehnte, entwickelte sich jeder Heiligabend im Mohren zu all dem, was einem christlichen Fest ganz und gar nicht entsprach. Von nah und fern strömten die mitunter auch unheiligsten Könige herbei, in Weihrauch und Myrrheschwaden gehüllt, B- und E-Gold zu konsumieren. Der Begrüßungsschnaps war obligat und manch einer stellte sich gerne nochmal an, um der Gerti auch ein wirklich frohes und besinnliches Fest zu wünschen. Gerti war gläubige Katholikin und an diesem für sie so hochheiligen Tag begegnete sie auch den schwärzesten Schafen ihrer unüberschaubar großen Kneipenfamilie mit grenzenloser, aber auch echter, unverstellter Herzlichkeit. Natürlich war Heiligabend im Mohren ein Fest der Freude und der Begegnung mit Freunden, aber spätestens, wenn es draußen zu dämmern begann, hatte man drinnen den Eindruck, dass eher der Geburtstag von Dionysos gefeiert wurde. Wer dann jeweils die ganzen Jahre über am Klavier für Weihnachtsstimmung sorgte oder wer als Erster über einen Tisch gekotzt hatte, an solche Normalitäten, die mich im Einzelnen nicht erinnern zu können, mag man mir bitte nachsehen. Aber das könnte man ja vielleicht in den jeweiligen Jahresberichten vom Striegel oder Föhling nachlesen. Bei manchen Schülern hatte man wirklich den Eindruck, dass ihr Wahlfach Komasaufen im Mohren war. Eine junge Frau, so wurde mir mal erzählt, hätte es nicht bis zur Toilette geschafft, noch im Lokal hätte sie kurz entschlossen, aber mit Stil ihre Handtasche geöffnet, naja, eben da reingekommen. Und doch, wenn der Mac gegen Abend dann begann, den Silach Blues zu intonieren und sämtliche menschgewordenen Bierfässer am Überlaufen waren, sann man sich doch so langsam wieder auf das Eigentliche, auf die Eltern. Zu Hause sicher schon den Gabentisch gerichtet, die Kerzen am Baum entflammt und vorsichtshalber schon die Bratröhre mit der Weihnachtsgans zurückgeschaltet haben. Wie dann die eigentlichen Heiligabende in den jeweiligen Familien aussahen, besonders bei den vielen Gymnasiasten, ich mag es mir nicht ausmalen. Das schlechte Gewissen nagte sicherlich auch an all denen, die sich alkoholisch zurückgehalten hatten. Allein schon der verräterische Kneipengestank, den meine Kleidung in der Räucherstube Mohren angenommen hatte, veranlasste meine Mutter immer zu der Bemerkung, ich riech schon, wo du herkommst. Dennoch, am schönsten seien immer die Heiligabende gewesen, bekam ich oft zu hören, wenn ich die unterschiedlichsten Leute zu den Highlights in Mohren befragte. Ein wunderbarer freudscher Versprecher unterlief in einem amüsanten Rückblick auf längst vergangene Zeiten mal dem Tröger Fritz. Und wenn man dann zur Beschämung heimkam...